Wir beginnen auch direkt mit dem ersten Szenario. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück an der Zahl. Und wir treffen mal Vorbereitungen. Fahren Sie Ihre zugewiesene Lokomotive vom Dieseldepot in Rillerton nach Bishop's Lydier, damit sie für Ihren heutigen Einsatz bereit ist. Okay. Vorbereitungen treffen! Juhu! Willkommen in Rillerton. Um den Tag zu beginnen, fahren Sie diese Class 47 als Leerlokomotive nach Bishop's Lydier. Stellen Sie die Weichen, damit Sie bereit für die Abfahrt sind. Eieiei. Sich auf den Fahrsitz der Lokomotive, aber das ist doch, machen wir zumindest. Tür zu, hinsetzen. Dann Zündungsschlüssel auf ein. Richtungswender auf vorwärts. Vermute ich mal. Spitzensignal an. Ein Ort gehen. Dann wollen wir mal. Schauen, was dieses Szenario uns so liefert. Warum auch immer das jetzt Tray von 5 Schwierigkeit hat. Scheint mir noch nicht so wirklich ersichtlich zu sein, aber man weiß ja nie. Über einen Ort gehen. Crow, Comb, Asfield Loop. Plattform. Schön diese kleinen Bahnübergänge. Und es wird einspurig. Uiuiuiui. Da müssen wir uns mal ein bisschen an die Signale vor allem gewöhnen. Das ist zumindest schon mal das Wichtigste, wo wir achten sollten. Signale. Und was ist alles so erwartet? Zeitplan haben wir offenbar nicht, das ist schon mal gut. Bei 20% ungefähr sind wir ganz gut. Dann geht es jetzt ein paar Meilen. Vor allem das ist erstmal Crow Cam Heathfield Loops Plattform und noch gar nicht. Fahren wir mal hin.
war nicht mal unser Ziel. Jetzt das sind ja gerade mal 6 Minuten, so mehr oder weniger, so richtig. Ah, vielleicht können wir auf 25% gehen. Geht auch bei aufs Feld noch auf. Schick, schick. Dann scheint mir das die... Schön ruhig. Schön die Landschaft mit so vielen Feldern. Kleine Dörfer. Schon schön gemacht. Gesehen davon hat gerade weniger Seele, weil die Sonne wieder scheint. Interessant. Es geht nicht mehr so stark. Ich dachte, dass ich ihn mehr gab. Die ganze Strecke so einspurig durch die Landschaft bergauf und bergab schlängelt. Schön versteckt.
jedes Mal. So verkehrt ist er auch ehrlich. Man merkt schon, dass es doch schon bergauf geht, wenn man dann Leute vorbeifahren hat. Ach, sogar mit Kühen auf der Weide. Stehen und grasen, liegen unter der Sonne. Allerdings eher stationär aus. Oh, eine Plattform. Ah, so war das. Oh, wir fahren durch den Ein. Oh. Cool. Wir halten hier nicht an. Bahnübergang. Stogumbo. Okay. Einen unerklärlichen grunden Fluss gesehen. Okay, ich dachte, ich hätte bei dem anderen Signal wissen müssen, aber ich glaube, das musste jetzt bei dem W. Ich stimme auf dem unbeschränkten Bahnübergang. Genau so war es. Ist auch schön gemacht. Kann ich jetzt eigentlich. Crossing clear. Das war auch schön, ne? Schön gemacht. Gefällt mir. Haben echt gute Arbeit geleistet. Wirkt sehr, 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 sehr authentisch. Also für mich als neutralen Betrachter.
nur Deutsche das Plus darauf finden, dass man dort ein Bahnübergang allgemein ist oder ein unbeschrankt. Tritt aber offenbar, zumindest was die Unbeschrankten betrifft, immer mit einem FSW. Und gibt es auch ein Silent. Fragen über Fragen. Meilen was? An einem Ort anhalten, Kurs vorbei, Shops leidiert. Okay. 3,4 Meilen haben wir noch vor uns. Bis dann irgendwas passiert, was wahrscheinlich das Ende der Folge ist. Aus. So mitten in der Landschaft. Ein Betonklotz, wo dann ein Signal drauf ist. Vielleicht. Na, man weiß ja nicht. Vielleicht hat sich das mit den Signalen auch ein bisschen verändert. Dass sich das dadurch deswegen noch was Älteres ist oder was auch immer. Schneller als gedacht. Wieder Kühe auf der Weide. Das ist ja ein Bauernhof wahrscheinlich. Mehr Gas geben als vor. Ah, es geht bergab. Okay. Das macht natürlich. Das macht natürlich Sinn.
Aber nur ein bisschen. Gesehen. Irgendwie fehlt mir noch ein bisschen Gewässer. Aber es ist komplett zu sehen. Wenn es ein Meer gibt, dann würde es mich nicht wundern, wenn wir auch am Meer vorbeifahren. Gerade noch so ein Abrollen. Ich würde mal sagen, also ich von meinem Gedanken, sag ich mal her, würde ich spontan vermuten, dass SW die Abkürzung ist fürs Thailand Whistle. Das ist dann natürlich die Frage, ob es halt wirklich so ist oder nicht. Solarpanels, okay. Produzieren ihren eigenen Strom. Kann die aus seiner Sicht damit Zeilen ein bisschen falsch liegen, aber. Das wäre jetzt meine spontane Vermutung. Ich habe das Gefühl, wir müssen halt, weil wir die Weiche umstellen müssen. Und dann an den Waggons und die Passagierwaggons anzukoppeln.
Meine Vermutung. Und vielleicht auch noch der Erlaubnisfrage für die Weiterfahrt. Die Beleuchtung, ja. Was? Achso, es wurde schon alle. Na gut. Weiß ich nicht. Schon einfach ohne Leistung zu geben, auch direkt losrollen. Jetzt, sie haben es nicht abgefragt. Als ob ich es gecallt hätte. Ist ja schon ein bisschen irreführend, ne? Fragen sie nach Erlaubnis. Und dann plötzlich, okay, hier, Dings. Ich will wissen, wo ich dann eine Erlaubnis frage. Muss jetzt alles klar, dann in Runde 2. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Das mal so probieren, aber gut. So, halten Sie kurz vor dem Zug und koppeln Sie manuell an die Wagen an. Eieieie. Das wird ja ein Spaß.
Dann geht es wahrscheinlich für den Kollegen rückwärts. Den Weg zurück oder wie auch immer. Oder ist es quasi der Beginn vor unserem nächsten Mission? So gesehen, jetzt wenn wir hier anfangen. Das wäre auch cool. Schön gemacht mit den Blumenkästen und so weiter. Noch nicht. So, jetzt habe ich so das Zimmer drin, dass ich auch für aussteigen muss. Wo ist er eigentlich? Beware of traps, ja. Das ist richtig. Wow, steigen Sie aus dem Zug, um diese Aufgabe zu erfüllen. Darf ich wieder einsteigen? Lol. Verlesen, dezent. Gehen wir jetzt hier drüber? Oder oben? Ach, gehen wir oben drüber. Mal schön runter gucken. Hat was. Western ist der Railway Stufe 4, Level 4. Gut, hat sich nicht getan. Und damit bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz des Fails, oder gerade vielleicht auch deswegen. Ja, ansonsten bis zum nächsten Video und oder Szenario vom Dings. Wow. Vom West Tamasha Railway. Wenn du mich recht entsinne. Tschüss. Thank you.